Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Last Lord Challenge. Im letzten Part passierte Folgendes, denn wir hatten jetzt zuletzt endlich Blitzer erreicht und haben dort erstmal uns genauer umgesehen. Und wir haben einen voll hippen Spruch gehört. Reinigung! Oh mein Gott. Weiß nicht, haben wir heute noch einen neuen Spruch, dann will ich mir den auf jeden Fall nochmal anhören. Jedenfalls haben wir Blitzer komplett erkundet und sind auch schon mal in die Arena gegangen, um die ersten Trainer zu besiegen. Wir werden heute damit weitermachen. Erstmal, also wenn der hippe Typ da schon seine Reinigung abgibt, dann möchte ich auch gerne den nächsten Spruch mal hören. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Dann machen wir die Arena erstmal so zu Ende, dass wir alle Trainer besiegen, bis auf die Leiterin. Denn ich werde wahrscheinlich noch vorab trainieren, denn ich möchte gerne in diesem Kampf auch Shiro und Barzi einsetzen. Dazu müssen sie sich erstmal entwickeln und vielleicht noch ein paar mehr Level weiter trainiert werden, bevor die überhaupt einsetzbar sind. Ich meine, Frieda hat, glaube ich, ja, die Signature ist, glaube ich, Level 42. Das ist schon eine ganze Menge. Also ist stärker als Tim, oder? Ja, Tim ist ja nur Level 40. Okay, dann müssen wir generell mal trainieren. Wird dann auch zum nächsten Part passieren wahrscheinlich. Ich werde dann auch nach der Arena auch nochmal onscreen wiederum hier andere Trainer von der Route 217 machen, die wir noch ausgelassen haben. Willst du den hippen Spruch hören? Bla. Nun gut. Und jetzt bin ich gespannt. Kubismus! Oh mein Gott! Nein! Nicht der Kubismus! Egal. Vergessen wir das Ganze schnell wieder. Gehen wir lieber wieder in der Arena und fangen an, einen Trainer zu besiegen. Wir können die auch total erschrecken mit Kubismus. So, erstmal brenne ich hier die mal nieder. Welche habe ich denn jetzt nicht? Die habe ich ja schon längst durch. Ich muss jetzt mich hier wieder zurechtfinden. Oh, da komme ich direkt hier nach oben. Das ist auch schön. Die links haben wir schon gekämpft. Ich wollte mal zu dem einen hier drüben hin. Also das jetzt nicht. Bei dir war ich schon, ne? Jo. Ich meine, ich hätte noch nicht alle. Der in der Mitte noch nicht. Da komme ich hier so durch. Tatsächlich. Aber ich komme so nicht direkt zum Typen, oder? Ach doch, so wird's gehen? Nee, doch nicht. Ich will nur zu dem Typen hin. Aber so rutsche ich zu weit durch, ne? So wirst du mich auch nicht erwischen und so lande ich oben drauf. Ach, ist auch blöd. Ich muss das schlauer hinkriegen. So bin ich nämlich hier. Ah, dann mache ich das so. Gegen dich habe ich schon gekämpft? Ja, habe ich. Dann muss ich hier lang und von hier aus hier durch. Genau, damit ich bei dir lande. Alles klar. Ist das schon der letzte Trainer? Ich glaube schon. Meine Willensstärke wird durch eiskalte Schneestürme geformt. Jetzt wirst du Zeuge dieser Willensstärke. Da bin ich sehr gespannt, mein Freund. Bam, 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 bam. So, wieder ein Pokémon von Ingvar und zwar Morlord. Was macht das hier? Das hat nichts in der Eisarena zu suchen. Auch wenn ihr jetzt gerne Eisdieb oder Eisstrahl oder Lawine einsetzt oder so. Das hat hier nichts zu suchen. So. Da ist jetzt das Blöde, ich muss eigentlich Present einsetzen. Ich habe halt keine Lust, eine Eisattacke abzufangen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich da am Stausten? Ich kann ja nichts Sinnvolles einwechseln. Auch Franz hat dagegen nicht viel machen können auf der 34. Ist genauso stark wie Shiro jetzt mittlerweile. Ich wechsle jetzt erstmal Tim ein. Ich muss es jetzt schlau machen, weil Shiro wird das so lange nicht standhalten können. 5 Level drunter. Also, es kommt wahrscheinlich eine Eisattacke, oder? Der Gegner, okay. Ist auch nicht so schön. Hätte ich das jetzt geahnt, wäre ich dir direkt auf Roserade gegangen. Ich habe mit der Eisattacke gerechnet. Die wird aber jetzt nicht kommen, oder? Hauptsache keine Eisattacke. Komm schon. Ich kann gerne in Roserade gehen. Das kann auch gerne vom Gegner getroffen werden und dann noch einschlafen. Ich habe innere Kraft im Notfall. Bitte nur keine Eisattacke. Ah, sehr schön. Er hat tatsächlich gehütet, dass ich auswechsle. Irgendwie habe ich mir schon fast gedacht, das tun die meisten Trainers im Grunde. Wenn sie Gene einsetzen und man dann auswechselt, dann setzen sie es einfach nochmal ein. Ich weiß nicht, warum sie jetzt mal readen, aber ist jetzt auch egal, denn Megasauger muss eigentlich ausreichen. Wollen wir ehrlich sein, Step, vielfach effektiv und die Spezialverteidigung ist jetzt nicht so stark vom Morlord. Das muss ja eigentlich reichen. Ich hatte nur Angst, das Pokémon hier in der Eisattacke einzuwechseln. Das reicht nicht! Was zur Hölle? Was? Was ist denn mit dir kaputt, mein Freund? Und noch ein Gene, weil er schon wieder greedet hat hier. Jetzt schlafe ich aber schon ein, ne? Ja. Das ist merkwürdig. Also, Preston, ich bin irgendwie enttäuscht. Klar, du bist 3 Level drunter, aber komm, das ist eine Pflanzenattacke auf den Morlord. Hallo? Eigentlich könnte Franz auch den Rest machen, oder? Obwohl, wenn die jetzt wiederum wieder Gene einsetzen, ne, dann bringe ich dich um, weil dann kann ich nichts machen. Bevor ich Fliegen einsetzen kann, werde ich eingeschläfert und... Ah, Aquafette, sehr schön. Und Surfer wird nichts bringen, weil du wahrscheinlich Hartz vor so als Fähigkeit hast. Ich kann nur mit Fliegen hier angreifen und so weiter. Bitte keine Verwirrung. Sah gerade eben so aus kurz. Okay, Fliegen ist ja immer schöner. Aber damit sollte es eigentlich reichen. Ich glaube, eine Aquavelle hätte sehr viel Schaden gemacht auf unserem Freund Shiro. Deswegen habe ich es lieber sein gelassen. Das waren ja schon 15 KP auf ein nicht sehr effektives Pokémon namens Franz. Also eigentlich belieber. Aber trotzdem, will ich auf Nummer sicher gehen. Und es reicht nicht. Okay, so wenn das die physische Verteidigung ein bisschen besser ist.
So, was machst du jetzt? Natürlich. Ich hasse dich, mein Freund. Ich hasse dich. Jetzt kann ich mir nichts angreifen. Bevor ich Fliegen einsetzen kann, schlafe ich ein. Der Surfer heiligt dich. Ich kann jetzt Shiro da nicht einwechseln. Eigentlich nicht. Soll ich Bartzimmer machen? Bart's in der Angriffsattacke überhaupt noch? Ja, Sondersensor. Es ist mir jetzt aber echt zu riskant, wenn Bordert echt nur eine Bodenattacke beherrscht, ne? Das wird dann wahrscheinlich auch ausreichen. Ich bin Level 31. Sondersensor müsste eigentlich ausreichen, oder? Ich frage es jetzt, wer schneller ist eigentlich. Wahrscheinlich ist Bordert schneller. Ne, ich lass es hinter sein. Klar, Bart hat bisher noch keinen einzigen Kampf bestritten, aber das ist mir zu gefährlich. Ich wechsle mir Mert ein. Jetzt wird auch keine Bodenattacke einsetzen. Und mit Mert bin ich auf jeden Fall schneller. Das ist mir definitiv sicherer. Und nach einem Bedroher ist ja eh alles egal. Das würde auch Mert aushalten. Wenn ich jetzt das Reed und ein Erdbeam einsetze oder so, ne? Eine Aquavelle. Uiuiui, was hat ein Mordor hier zu suchen? Ich verstehe es noch nicht ganz ehrlich. Ich, keine Ahnung. Au. Sogar recht wehgetan, muss man sagen. So, Knirsch oder Vogelsprung macht ja keinen Sinn. So, tschüss, endlich bist du weg, mein Freund. Du hast dir nichts zu suchen. Verschwinde. So. Ganz viele Erfahrungspunkte, ganz weit verteilt. Sehr schön, alle haben irgendwie mitgewirkt. Ja, wirklich alle irgendwie, oder? Ja. Irgendwie schon Bartzekit am meisten, wegen dem MP-Teller. Und das ist auch sehr schön. Sieht echt nach einem sehr guten Wert aus. Ich freue mich, wenn es ein Bronzong ist auf Level 33. Da bin ich gespannt. Du warst nicht einmal beunruhigt. Nee, das war ich nicht. Naja, es war halt langatmig. Ich würde eigentlich gern mal jetzt mit euch noch einmal die ganzen Schneebälle hier platt machen, damit wir einmal sehen, wie es aussieht, wenn die Arena geräumt ist komplett. Weil das, ich habe schon öfters gehört, dass man hier immer Probleme hatte. Mit dem ganzen, ihr wisst schon. Mit den ganzen Schneebällen, mit der Arena im Allgemeinen. So, jetzt muss ich hier lang, um den hier zu plätten. Man muss direkt einfach von unten geradeaus weiter, wie ich weiß. Kann ich von da aus hin? Ah, ich muss darauf, okay. Wie komme ich da am besten rauf? Ich glaube, ich muss da oben, ne? Jo, funktioniert, okay. Und wieder einmal nach links und dann kann ich von hier aus, und von hier aus, plopp. So. Jetzt den da. Ach, hätte ich vorher da sein können, okay. Von links aus muss ich da kommen, hätte ich vor gewusst, hätte ich das auch gemacht. Ich mache es jetzt einmal, damit wir das schon mal erledigt haben, damit wir das auch sehen. Und jetzt muss ich einmal von der anderen Seite kommen. Wie mache ich das denn am schlauesten? Wir haben diese einen Schneeball. Wie komme ich denn da am besten hin? So, wie habe ich das gemacht? So, ich muss von der anderen Seite kommen. Also von der anderen Seite der Schneebällen. Flop. Wie komme ich denn da rüber? Ich überlege gerade, ich muss eigentlich von hier aus irgendwie gekommen sein. Ach, von hier war es, oder? Jo, tatsächlich, okay. Dann komme ich hier rüber. So, flop und das soll es gewesen sein. Ja, jetzt würden wir theoretisch zu wieder kommen. Und zwar, wenn wir direkt über die Leiter gehen würden. Ja, das wär's. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Man hatte so ein bisschen vielleicht räumlich ein Problem oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal, wir sind eigentlich, ja, wir stehen noch ganz gut da. Ich würde sagen, wir machen noch weiter das Training. Vielleicht haben wir Glück und sehen heute noch die Entwicklung von Barzi. Dann wird er endlich zum Bronzong. Da bin ich gespannt, wie stark die Verteidigungswerte steigen. Da bin ich echt gespannt, wie es dann reinhauen wird. Dann werde ich wahrscheinlich auch die Tarnsteine schon beibringen. Ich muss mal gucken, haben wir den Reflektor und Lichtschild schon als TM dabei? Weiß ich nämlich gerade nicht. So, Schneebedeckter sollte ich eigentlich schneller sein. Das kann auch Shiro Soma machen bei wilden Pokémon. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Und wir müssen einkaufen. Ganz vergessen eigentlich. Wir müssen dringend einkaufen vor dem Arena-Kampf. Für den allergrößten Notfall. Ja, dann müssen wir wieder fällig zu trainieren, Leute. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Das wird sehr wahrscheinlich nach diesem Part passieren. Ich möchte halt vorbereitet sein komplett. Ich meine, selbst Tim, der auf dem höchsten Level ist und der eigentlich overlevelt war mit Level 40, ist zu niedrig. Weil das Signature ist Level 42. Und ein fastes Pokémon hat selbst unser Notfallsystem, was sich Tim nennt, ein paar Probleme dann. Und das sehe ich nicht gern, dass unser Trumpf Probleme haben wird. Und dann möchte ich die bitte aufpassen. Und wir müssen auch noch Nocturne benennen. Ich weiß es. Ja, das machen wir auch noch, Leute. Und ihr seht, Leute, hier gibt es auch Metallis. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass man die hier direkt fangen kann. Und zwar auf Level 36. Die entwickelt sich, glaube ich, erst auf Level 37. Guck mal, Shiro, das wirst du mal einmal. Das wird doch ziemlich cool, oder? Aber wie gesagt, dafür wird 37 eigentlich erst. Naja, so. Ich fürchte mal. Sehr schön. Aber Shiro, du wirst ein viel cooleres Metallis. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Vor allem, weil du die ganzen Elementfalsches beherrschen wirst, wie ich weiß. Ich werde dir das alles beibringen. Das wird doch cool. Und da ist wieder noch Noctu. So, aber da. Wie schnell ist Noctu? Will ich jetzt fliehen? Wenn jetzt ein Luftschild kommt, bin ich tot. Wenn ich nicht fliehen kann. Ich glaube, ich gehe echt nochmal sicher. Also, wenn ich jetzt deswegen sterbe, das wäre ja auch echt dämlich eigentlich.
wenn ich jetzt nicht fliegen kann, weil ich zu langsam bin zum Beispiel und dann mit einem Luftschnitt one-hitted. Das wäre ziemlich scheiße, wollen wir ehrlich sein. Und ich brauche Shiro für die Arena, das wird tatsächlich unser Trumpf sein, wollen wir ehrlich sein. Weil es unser einziges Pokémon ist, was sehr effektiv reinhauen kann eigentlich. Und da wäre der Luftschnitt gekommen. Wenn wir da nicht jetzt fliegen konnten, wäre das ziemlich scheiße gewesen. Eventuell könnte ich ja Basel noch eine Starthacke beibringen. Eigentlich die Lichtkennung zum Beispiel. Warum nicht? Aber er macht zu wenig Schaden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Würde sich also nicht lohnen. Present kann ich generell vergessen. Tim. Das sind halt zu viele Pflanzen-Pokémon. Kann ich auch nicht benutzen im Kampf. Franz ist noch eine Überlegung wert. Da sind Eisattacken natürlich neutral. Das gleiche für Pflanzen-Pokémon. Und Attacken nicht. Franz kann ich gegen Militaris benutzen. Außer das Ding hat Donnerschlag. Ich weiß gerade nicht, ob das Ding Donnerschlag beherrscht. Ich dürfte es ja theoretisch nachgucken. Werde ich auch machen wahrscheinlich. Nur damit ich sicher gehen kann, dass ich auch Franz gegen Militaris einsetzen kann, denn Frieda hat Militaris, was auch da nicht reingehört in eine Eisarena. Aber, naja. Ich habe mich schon über ganz andere Sachen beschwert. Wollen wir ehrlich sein? So, oh Gott, Schnee. Ganz, ganz viel Schnee. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt hier erstmal wieder durch. Ich möchte auch die restlichen Trainer besiegen. Unter anderem möchte ich natürlich auch alle vergessenen Items hier einsacken. Hier sind ja noch ein paar, da bin ich mir ziemlich sicher. Also schauen wir mal. Auch wenn wir gerade überhaupt nichts sehen können, ich weiß. Gegen dich hätte ich gekämpft, ne? Jo. Okay, nicht nahe der Bäume rumlaufen, denn dann sieht man immer sehr gerne in den Schnee ein. So, Entschuldigung, es war gerade eine Mischung aus Niesen und Schnupfen in irgendeiner Form. Keine Ahnung. Die verschiedenen Arten von Ninjas. Bist du ein Iga oder Kuga Ninja? So heißen die nicht. Wie hieß sie noch? Genen, Ionen und das andere habe ich vergessen. Ich habe mich mit Naruto nie wirklich auseinandergesetzt, tatsächlich. Schulen, oder? Bin ich da richtig? Ich weiß nicht ganz genau. Okay, Pionskora, auch schön. Giftkäfer, ganz schlecht für mich, denn da kann ich nichts effektiv treffen. Damit Shiro auch keinen effektiven Schaden machen. Ich muss mal schauen. Ich kann jetzt schon vorher mal erwähnen, wie weit wir trainieren werden. Also Shiro, klar, auf Level 37 entwickelt es sich, aber ich werde es noch weiter trainieren. Wenn ich 5 Level unter Rexbisa bin, ich werde das Signature-Pokémon verraten, oh mein Gott. Dann ist mir das auch zu gefährlich, denn dieses Rexbisa hat starke Attacken. Wollen wir ehrlich sein. Und ich dachte, dass das Militaris so bulky ist. Deswegen passe ich da lieber auf. Auch wenn wir ehrlich schneller sein müssen. Und ich werde wahrscheinlich so dafür sorgen, dass Shiro direkt schon, bevor Rexbisa reinkommt, dann bereits im Kampf ist. Dann haben wir das eigentlich schon gewonnen, weil dieses Pokémon ist relativ fragil beim Gegner. Aber können recht stark sein. Deswegen müssen wir aufpassen. Auch bei dem gegnerischen Militaris hat ja auch Mentalkraft als Fähigkeit, was den Angriff verdoppelt. Deswegen ist unser Shiro ja auch so stark. Gefährlich, gefährlich. Da müssen wir echt aufpassen. Da bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Weil wir waren jetzt zuletzt bei Adam. Der hat ja eine ganz gute Verteidigung gehabt in seinem Team. Und jetzt kommt eine sehr starke Offensive mit Eis. Das ist bestimmt sehr interessant. Okay, Franz will ich effektiv einplanen gegen Militaris. Gibt es da noch ein Schneebedeck? Ich meine noch ein Sneebel und ein Rexbisa. Alles Eis-Pokémon. Und Shiro wird jetzt sehr viel Schaden bekommen. Gerade ein Sneebel und der Rest ist ja auch recht fragil. Also. Ich muss mal gucken. Ich will hoffen, dass Frieda sehr früh dann auf Militaris zurückgreift. Ich meine, sie fängt ja mit Schneebedeck an. Wenn wir das los, dann kann ich direkt mit Shiro durchsweepen, eigentlich. Gut, Sneebel wird schneller sein, definitiv. Egal, was es einsetzt, aber Militaris wird das auf jeden Fall aushalten. Und Rexbisa und Schneebedeck könnten nur mit Eissplitter angreifen. Aber auch das wird nicht so viel Schaden machen, bin ich der Meinung. Je nachdem, wie viel ich noch habe. Auch da muss ich aufpassen. Dementsprechend muss ich natürlich auch. Wieso fliege ich eigentlich? Ich kann auch Surf einsetzen. Das geht auch viel schneller. Egal. Dementsprechend kann ich dann auch natürlich vorher. Nein, mit Siegesam. Das Abschlag eingesetzt, auch wenn es nicht so stark ist hier in der Generation. Trotzdem. Deswegen kenne ich auch KP mehr zurück. Dringend müssen wir auf jeden Fall noch Sachen kaufen zum Heilen. Ganz, ganz wichtig. Bin ich eigentlich mal gespannt. Klar, Bronze wird sich Level 33 zu Bronze entwickeln. Er wird jetzt schon in diesem Part. Aber ich weiß nicht, fange ich mit ihm an wirklich im Kampf? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir schon Lichtleben hätten, wäre es auch ganz gut. Mit Reflektor und Tarnsteine wären ideal eigentlich für die Arena, kann man sagen, gegen 3 Eis-Pokémon. Obwohl eigentlich nur gegen 2, weil mit Schneebedeck fängt sie an. Das heißt, das wird ja keinen Tarnsteinschaden bekommen. Ansonsten Reflektor halt. Sehr, sehr gut in sich gegen die ganzen physischen Attacken. Und die, ich glaube, das wird sehr physisch offensiv lastig. Kann ich mir vorstellen beim Gegner. Militaris als Sneebel sind eher physisch offensiv und auch Rexbisar. Hat, glaube ich, den Holzhammer drauf. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Und da kommt ein Golbat. Und deswegen ist der Reflektor eigentlich sehr, sehr gut. Gerade wenn ich Shiro vorne habe, der eher fragil ist, glaube ich. Also zur absoluten Absicherung macht man es einfach zur Sicherheit. Dum, 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 dum. Oh, es tut sogar recht weh, muss ich sagen. Das surfe ich dich einmal nie, mein Freund. Dum, 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 dum.
Da kann ich ja sogar einmal Ruheort einsetzen. Obwohl. Nee, stopp. Jetzt kriege ich ja Hagel ab. Wenn er jetzt crittet und ich dann Hagel abbekomme, ist Franz tot. Das ist sowas Blöde am Hagel. Das wäre echt blöd jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt sein letztes Pokémon ist. Ich muss mich jetzt sicherheitshalber heilen. Ich möchte einfach keine Verluste mehr haben. Ist ja aber auch verständlich, ne? So, bitte wieder heilen. Plopp. Okay. Na, ich bin gespannt, wie der Arena-Kampf ausgeht. Ob meine Taktik so funktioniert, auch mit Bronzong. Ich werde es auch nicht mit Level 33 in den Arena-Kampf schicken. Auch er wird weiter. Oh mein Gott. Weiter gelevelt, so. Naja, er hat natürlich eine ganz gute Defensive, klar. Und offensiv muss er ja nicht reinhauen. Das heißt, die Werte werden schon reichen eigentlich, aber. Also mindestens 35 definitiv. Ich meine, gegen Schneebedeck wird er kein Problem haben. Attacken sind alle nicht sehr effektiv, also bei den Verteidigungswerten ist es eigentlich egal. Kann ich hier auch mit Level 35 hier rumlaufen. Mit dem Bronzong eigentlich. So, will ich das in die Länge ziehen? Wahrscheinlich wird es passieren, wenn ich jetzt darauf einsetze, oder? Weil ich mich dann wahrscheinlich selbst verletze. Aber es wird der Weg zum Monat reichen mit Windschnitt Crit. Ja, ist auch kein Crit gewesen. So, Franz, komm schon, zeig mir, dass du da durchkommst. Du kannst es mir zeigen, dass du dich selbst triffst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie du mir das irgendwas zeigst. Das ist eine gute Idee. Bum, 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 bum. Okay, Leute. Also, was ich jetzt schon mal sagen kann. Als nächstes kommt das Ostschen-Training und im nächsten Part definitiv der Arena-Kampf. Das wird interessant. Es kann auch unspannend werden, je nachdem, wie gut ich mich jetzt vorbereitet habe. Wäre auch wirklich ziemlich cool, wenn ich jetzt in meinen Untergrund gehen könnte und dort ganz zu welchen Lichtleben ausgrabe. Gibt es nämlich nur im Untergrund eigentlich. Ich weiß nicht, ob man das auf der Overworld eigentlich auch finden kann. Das weiß ich nicht. Kann man Lichtleben auf der Overworld finden? Keine Ahnung. Jedenfalls erhöht es ja die Runden von der Fläche Lichtschild für statt von 5 Runden auf 8 Runden. Und auch das wird ziemlich wichtig sein, glaube ich, für den Arena-Kampf, dass er vielleicht sogar durchgängig hält. Gerade auch bis zum Ende, bis zu Rex Bizarre, wäre das ziemlich gut. Okay. Golbert immer noch schneller, ist ja kein Wunder. Bestimmt, Franz, wenn du es jetzt erstmal betten könntest. Ansonsten wird Golbert irgendwann am Hagel sterben, das wäre auch ziemlich blöd. Na, geht doch. Okay, das wird reichen. Das wird reichen. Und dann schauen wir weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und das Level fast für Level 35. Und Bart sieht kein Level ab. Schade. Ich bin weder auf die eine noch auf die andere Art ein wirklicher Ninja. Ja, ja. Okay, aber da muss natürlich jetzt auch passen. Ich würde ja jetzt gerne Bronze jetzt in diesem Part noch entwickeln. Bei Shiro ist es jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Oh, hier ist noch ein Item. Eisen gefunden. Ja, warum nicht? Da werde ich wahrscheinlich Shiro. Ja, dann werde ich Shiro wohl offscreen halt entwickeln müssen. Das wäre dann die erste Entwicklung, die ihr nicht hier im offiziellen Let's Play zu sehen bekommt, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh Gott, ist hier Tiefschnee. Ich komme hier gar nicht voran. Siehst du mich? Ah, jetzt geht's hier besser. Ich warte einfach mal. Jedenfalls, bist du ein Trainer? Ne, wir haben schon gegen dich gekämpft. Oh, scheiße. War es echt schon hier? Sind wir durch? Ne, die haben wir schon gekämpft. Waren wir durch? Das wollte ich mir doch nicht erzählen. Ich meine, jetzt ist ja eh verdammt unübersichtlich. Wollen wir ja ehrlich sein. Ich meine, hier ist überall Schnee. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Okay, dann bist du die Einzige, die noch übrig blieb. Regentage drücken mich irgendwie. Fällt irgendwie gegen Schnee, bin ich einfach nur überglücklich. Ja. Kältetod. Sehr wahrscheinlich, aber egal. So, auch noch ein Pokémon, Michaela. Schneebedück. Schneebedück. Jo. Okay, aber wir sollten das eigentlich hinkriegen mit Shiro, oder? Ja, Level 37, da haben wir auch schon Level 39er Schneebedecks besiegt. Das kriegen wir hin. Reizt nicht für ein Level ab bei Shiro, aber bei Barzi wird es hoffentlich jetzt mittlerweile reichen. Naja, bei Barzi kriegen wir noch die Entwicklung zu sehen. Bei Shiro, wie gesagt, nicht mehr. Das wird im Offscreen passieren, Leute. Da werde ich jetzt wieder Offscreen auf meinen alten Kanal hochladen. Dann könnt ihr auch dort. Oh, Volltreffer. Dann könnt ihr euch dort keine. Die Entwicklung ansehen. Das wird dann leider nicht hier passieren, weil ich muss Shiro so früh wie möglich entwickeln. Weil der Angriff dann höher ist und ich kann da viel mehr mit ihm anrichten und auch bessere Attacken beibringen. Das werde ich wahrscheinlich auch schon Offscreen machen. Weiß ich nicht. Es reicht nicht zum Level-Up, schade. Die Bedingungen waren alles andere als gut. Okay, ich möchte jetzt noch einen Kampf machen gegen irgendwas. Ich will Basis jetzt einfach noch entwickeln. Es wird mit dem nächsten Kampf reichen, da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Auch wenn es jetzt gegen ein wildes Pokémon ist, ist mir nicht auch egal. Hauptsache irgendein Sieg. So. Naja, ich glaube, wir haben echt schon alle gesiegt. Ja, das waren alle. Das waren alle Trainer. Na gut, aber hier ist irgendwo ein Grasdeck, das heißt, wir können hier noch ein wildes Pokémon besiegen. Und dann wird es das gewesen sein. Dann müsste Bart sich entwickeln auf Level 33, wie gesagt, es ist dann gleich soweit. Und das würde ich ja möglichst nochmal hier haben. Natürlich Noctu, das kann Shiro nicht alleine machen, das ist toll. Wunderbar. Dann macht Bart das eben März.
reicht vielleicht sogar schon für Shiro zum Level ab. Obwohl, wenn ich jetzt auswechsel, dann werden die Erfahrungspunkte auf 3 Pokémon verteilt. Und Bart kriegt die Hälfte und Shiro dann nur ein Viertel. Der andere Viertel kriegt dann halt mehr tatsächliche Einsätze. Und der ist ja schon recht eingeschlagen eigentlich. Deswegen weiß ich das jetzt ganz genau. Vor allem, wenn du nur Level 33 bist. So, mein Viertel kriegt jetzt nicht so viel Schaden. Das wäre nicht so schön. Oh, Konfusion, toll. Aber es ist ein kleines Stärk und auch nicht so stark von der Base her. Okay. Funksprung tritt immer zu 100%, dann kann ich jetzt auf Nummer sicher gehen. Wenn ich jetzt nämlich Luftschild einsetzt, wenn ich nicht treffe, ist das ziemlich scheiße. Egal, muss jetzt reichen. Muss funktionieren. Dum, dum, bum, bum. Was ich übrigens noch machen kann, Leute. Es gibt, und das können wir mittlerweile auch betreten, das müssen wir eigentlich mal machen. Es gibt ein Haus nahe von St. Gemme. Da müssen wir erstmal über Surfer einen ganzen langen Weg lang. Und wenn wir das Haus erreicht haben, dann können wir einem bestimmten Mann täglich ein Pokémon zeigen, auf einem bestimmten Level. Und der gibt uns immer ein bestimmtes Item. Und es gibt unter anderem gibt es da auch einen Fokus-Gurt. Und der ist verdammt praktisch ab der Generation hier. Ab vollem KP würde jedes Pokémon also einen Angriff überleben. Und es reicht nicht aus. Wow, komm. Das mache ich jetzt noch, Leute. Das mache ich jetzt noch. Ich will jetzt, dass Bart sich entwickelt. Das passiert jetzt aber noch. Ja, ja. Und Steve, okay, das kann auch Schneebedeckser schon Shiro alleine machen. Auf jeden Fall, Fokus-Gurt wäre als Item echt praktisch für die absoluten Notfall. Ich meine, guck mal, Shiro ist jetzt auf vollem KP. Wenn wir jetzt einen Monat K.O. abkriegen, würden wir mit einem KP überleben. Wobei das jetzt auch nicht so schön ist hier, weil es ja hagelt. Das heißt, der letzte KP wird auch dann schlägt werden. Natürlich jetzt auch krass. Bitte triff mich 5-mal. Bitte nicht. Wird jetzt so lange dauern. Ich möchte ja gerne den Part beenden. Aber ich möchte auch gerne, dass Bronzel sich jetzt hier im Part entwickelt. Das muss jetzt nochmal sein, Leute. Wir haben ja eh nicht so viel geschafft, kann man sagen. Die Arena beendet jetzt noch hier ein paar Trainer. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich spiele hier auf Nummer sicher. Und ihr solltet auch alles so gut es eben geht mitbekommen. Dumm. So, das war's hier für Shiro. Müsst ihr jetzt mittlerweile auch ein Level abbekommen. Wunderbar, Level 35, noch 2 Level für dich und dann wirst du dich auch entwickeln. Sieht auch ganz gut aus. So, Barzi, bitte. Na endlich, Level 33, darauf habe ich gewartet. Auch wieder schon ein Boost. So, wir setzen zwar die Verteidigungswerte an. Angriff Initiative können wir bei Durchschnitt 30 lassen. KP 83, 72, 64. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die verändern werden. Hey, Poké-Barzi entwickelt sich. Na endlich, so. Bum, bum. Endlich, Barzi. Es wird so weit sein mit der Entwicklung und dann bin ich gespannt, wie sich die Werte erhöhen. Haben wir uns jetzt noch ein bisschen gemerkt? Dann bin ich gespannt. So, Leute, da ist es, unser Bronzong. Blüm. Glückwunsch an Poké-Barzi wurde zu Bronzong. Yeah. Sehr schön. So gefällt's mir. Rückenzug. Ah, so eine Attacke, wo der Gegner nicht fliehen kann. Aber die bringt nichts, wenn ich dich so ausbilde, wie ich die ausbilde. Also mit Reflektor und so. Macht eigentlich keinen Sinn. Na gut. So, dann schauen wir uns jetzt mal auf die Werte, die sich jetzt geändert haben. Da ist jetzt der coole Barzi. 90 KP ist mehr als vorher. Oh, hat sich ein... Oh mein Gott. Die Angriffswerte. Holy shit. Du kannst jetzt doch Schaden machen. Okay. Ich muss gerade jetzt nicht so stark erhöhen. Okay, KP 90 ist nicht schlecht. Angriffsspezialangriff waren bei 30. Die haben sich jetzt mehr als verdoppelt. Nur mal so zur Info. Verteidigung war ja bei... auch bei 70 ungefähr. Jetzt bei 92, 84. Nice. Initiative ist bei 33 geblieben. Ist kein Wunder. Aber ansonsten, jetzt kannst du ja mittlerweile auch Schaden machen. Oh mein Gott, das könnte ja richtig... Ich könnte ihm Lichtkanone beibringen, theoretisch. Mache ich vielleicht sogar auch. Na gut, Leute. Ist aber auch egal, das war's ja erstmal für heute. Im nächsten Part geht's weiter. Wir werden jetzt erstmal offscreen weiter trainieren. Dann werden die Pokémon soweit sein. Da wird auch Shiro zum Militaris geworden sein. Und dann geht's weiter, Leute. In der Arena gegen Frieda um den 7. Orden. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.